Ist sie in dem Zimmer? Wir sind hier! Helfen Sie uns! Wir sind hier drin! Dennis, was ist das? Wie viele sind da? Nein, 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 geh nicht rein! Geh nicht rein! Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Ich hatte beim letzten Mal übrigens falsche Nummer gesagt. Ist mir dann als ich den Beitrag erstellt habe, ist mir das dann aufgefallen, dass wir ja gar nicht die 469 hatten, sondern schon die 470 tatsächlich. Das heißt, wir haben heute die 471, bloß weil manche das auch gern mal wieder hören möchten im Podcast, die ja nicht auf unsere Seite gucken. 471 schon. Und zwar haben wir wieder den Sneakfilm der Woche für euch mitgebracht. Das ist ein Film, der erst in einiger Zeit anläuft. Also ja, müsst ihr noch ein bisschen warten. Dann haben wir so noch ein paar Filme gesehen. Und wir verlosen, ach ja, na eben, habe ich noch gar nicht vorbereitet. Wir müssen ja heute auslosen, wer die Blu-ray von The Runaround gewinnt. Da ist ja Einsendeschluss gewesen. Und es gibt auch wieder ein neues Gewinnspiel. Da gibt es was Kleines, beziehungsweise sogar zwei Gewinnspiele. Na, machen wir erstmal das eine. Ach ja, mit mir in der Leitung ist übrigens die Kate. Hallo Kate. Hallo. Ich habe jetzt mal drauf gewartet, ob noch was kommt. Ist ja auch mal was sagen können. Hallo, ich bin bei auch da. Ist ja auch mal was sagen können hier. Wollte ich in deine Einleitung jetzt nicht unterbrechen. Ja, danke. Meine Haare verlierst du den Faden. Von Mayone. So, und es wird auch heute, haben wir vorhin schon im Vorgespräch gehabt, weil wir zwei Filme haben, über die man eigentlich nur umfassend sprechen kann, wenn man relativ viel von ihnen preisgibt, nämlich unser Sneakfilm und noch so einen anderen Film, den wir gesehen haben, wird es einen kleinen Spoiler-Talk geben. Da werde ich aber dann rechtzeitig davor warnen und wer die Kapitelmarken sieht, der sieht das dann auch, wo es dann in den Spoiler-Talk reingeht, damit er nicht aus Versehen da irgendwo reintappt. Ja, wir hatten nämlich in der Sneak Preview den Film Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Das hat damit irgendwie den Preis für den längsten Filmtitel und der am wenigsten mit dem Original zu tun habende Filmtitel hat wahrscheinlich dieser Film damit gewonnen. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist, diesen Film so zu nennen vom Verleih. Und da gibt es ja immer so kuriose Dinge, die da so passieren. Und das ist nämlich auch so ein Film, wenn wir wirklich über den reden wollen, muss man eigentlich ein bisschen über was erzählen, was man eigentlich nicht verraten sollte für Leute, die den Film vielleicht noch sehen wollen. Da wird es dann nachher einen Spoiler-Talk geben. Also jetzt erstmal völlig spoilerfrei. Es geht darum, es geht um eine junge Frau. Die ist in der Highschool, 17 Jahre alt. Und die wacht eines Morgens auf und zieht mit ihren Mädels, wird von ihren Mädels abgeholt. Sie fahren in die Schule, dann passieren ein paar Dinge. Wir lernen sie kennen, dass sie in so einer Clique, heißt das noch Clique? Ja, weiß nicht. Früher hieß das Clique. Ja, kann man schon noch so nennen. Verstehen das die jungen Leute heutzutage noch? Also irgendwie, ich hoffe. Eine Gang ist ja auch nicht. Also vier Mädels, ne, die hängen halt immer zusammen rum und die sind so Bullies, also die drangsalieren halt so andere Schülerinnen und also gerade wer jetzt ein bisschen anders aussieht und nicht dem Normalen so entspricht, ja, da gibt es dann halt so eine, die hat so ein bisschen längere Haare, so ein bisschen ungepflegt und so, hat halt irgendwie ein bisschen alternative Klamotten an, auf die haben sie es auch immer ganz gut abgesehen und eigentlich auch auf viele andere. Die einzige Richtung, wo sie keine Spitzen fallen lassen, das sind halt wirklich diese Schönchen, die es da gibt an der Schule. Irgend so ein Football-Typ und sowas, von dem sie alle was wollen. Und ja, also wir lernen unsere Hauptdarstellerin kennen als ja nicht gerade nett und nicht gerade so, dass man sagen würde, man fiebert jetzt unbedingt mit ihr mit. Und dann am Ende des Tages passiert dann auch was Dramatisches, nämlich irgendwie kommt das Auto von der Straße ab und dann ist so ein Filmriss, zack, und sie wacht wieder auf und komischerweise ist der Tag, den sie dann erlebt, wie er beginnt, genau mit der Musik auch von ihrem Radio, von ihrem Handyradio, von wie es dann so weitergeht, da kommt ihre kleine Schwester rein und so, irgendwie ist das alles so gleich, also ihr kommt das total bekannt vor und es ist dann auch tatsächlich genau derselbe Tag, den sie wieder erleben darf und
geschulte Kinogänger und Videoseher, die wissen jetzt schon, ach, und täglich grüßt das Murmeltier, ja. Also, sie erlebt halt den Tag immer und immer wieder. So lange, bis sie halt irgendwie rausfindet, was sie tun kann, um diese Schleife zu durchbrechen. Das Ganze ist, wie man es von der Story her jetzt schon ein bisschen gehört hat, nicht gerade so, dass man sagen würde, ja, das ist so lustig wie und täglich grüßt das Murmeltier, sondern das ist eher ja, dramatisch und ja. Regisseurin, genau, ich muss gerade gucken, weil der Name lässt nicht eindeutig auf Frau oder Mann, also R-Y als Vorname Russo Young ist die Regisseurin des Ganzen, die hat zum Beispiel, was hat sie noch gedreht, Versuchung, Kannst du widerstehen von 2012 oder You Won't Miss Me von 2009, die ich nicht kenne. Und eben diesem Film, der im Original Before I Fall heißt und hier, wenn du stirbst, sie dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Die Hauptdarstellerin ist Zoe Deutsch, aber mit CH und nicht mit SCH wie Deutsch. Die habe ich zuletzt gesehen, irgendwie bei Dirty Grandpa oder so war sie. Why Him hat sie auch mitgespielt. Guck gerade, Amazing Spider-Man, Uncredited, Gossip Girl hat sie dort gespielt. Okay, müsste ja eher was sein, wo du sie vielleicht kennst. Mir kam sie bekannt vor. Aber die anderen, sagt irgendwie da die anderen irgendwas von denen? Gar nicht. Ja, ich wüsste jetzt auch gerade nicht. Irgendwie kamen mir ein paar Leute bekannt vor, ich habe schon wieder vergessen, wer das war. Ja, also der Film war ja, wurde ja auch getippt, ne, oder? War bei, ja. Bei den Tipps mit dabei. Ne? Und, wie hat es dir so gefallen? Also jetzt mal spoilerfrei immer noch. Ja, spoilerfrei hat er mir eigentlich, ja, so, er war jetzt nicht ein kompletter Reinfall, aber er war jetzt auch nicht super gut. Ich fand ihn am Anfang, bis es dann mal Fahrt aufgenommen hat, fand ich ihn sehr stupide, weil das liegt aber einfach daran, dass ich dieses ganze Mädchen- und Klickenverhalten und so, ich war nie so und ich empfinde das als furchtbar nervig und die da rumgekichert haben, die ganze Zeit nur rumgequatscht und rumgealbert und ich denke mir so, Mädchen, guck auf die Straße, wenn du fährst und die albert hier mit ihrer Nebensitzerin rum und so, das ging mir alles ein bisschen auf die Nerven und als dann quasi der neue Tag wieder neu anfing, habe ich gedacht, oh Gott, bitte nicht nochmal alles, ja, nicht nochmal, aber der Film hatte für mich so eine kleine Kehrtwendung, als er so klar wurde, dass sie das wirklich jeden Tag, diesen Tag wirklich nochmal hat und nochmal hat und nochmal. Gab es so eine Wendung, sprechen wir nachher vielleicht nochmal genauer drüber, wo ich gedacht habe, okay, jetzt könnte der Film cool werden. Und ab da fand ich ihn dann auch eigentlich gar nicht so schlecht. Das war ja bei dem Film Und täglich grüßt das Murmeltier auch ungefähr die Stelle, ab wo es dann eigentlich ganz cool wurde, also wo er dann quasi das akzeptiert hat, dass er diesen Tag immer wieder erlebt und hat dann halt versucht, er hat halt damals versucht, dann irgendwie irgendwelche Frauen rumzukriegen, also nicht nur die eine, sondern hat es dann bei allen versucht und hat dann sich quasi täglich so ein bisschen so dieses Wissen erarbeitet, was er braucht, um manche Frauen rumzukriegen und dann hat er halt ja irgendwie Extremsport gemacht, um es mal vorsichtig zu sagen, weil er wusste ja, okay, wenn ich aufwache, bin ich eh wieder in meinem und dann kam halt immer dieses I Got You Babe von Sunny und Cher hier. Und bei ihr war das halt irgendwas anderes. Und ich glaube, das ist dann auch schon so, dass das Grundproblem, was du eben genannt hast, also als der Tag dann wieder anfing, dann habe ich gedacht, ach nee, ich will den Tag einfach nicht nochmal sehen, weil der ist so uninteressant und die benimmt sich einfach so scheiße. Ich will das nicht sehen und ich kann mir auch denken, wo diese Stellschrauben sind, die sie drehen kann, ja, aber ich will das nicht sehen, wie sie das macht, weil das reizt mich hat mich überhaupt nicht gereizt. Das war mein Problem mit dem Film. Während bei Bill Murray, da war irgendwie so, der hatte noch so eine suffisante Art und man hat halt mit ihm so mitgelitten oder sich mitgefreut oder mitgelacht, aber bei der von vornherein. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir auch die falsche Zielgruppe sind. Also ich glaube eher, dass der Film junge Leute anspricht. Also so gerade tatsächlich so zwischen, keine Ahnung, 17 und 25 oder so, keine Ahnung. Oder Mädels, die halt so Klickenverhalten kennen, die irgendwie mal mit ihren Weibern losziehen und so. Ich glaube, das ist eher die Zielgruppe. Also für mich, ich fand den am Anfang einfach nur albern.
die Story hat die Wendung genommen, was ich gut fand. Dann fand ich ihn eigentlich ganz spannend bis zum Schluss hin. Aber ich würde ihn mir jetzt nicht nochmal angucken. Und ich wäre auch, allein bei dem Filmtitel wäre ich nicht ins Kino gegangen. Und vor allem, das ist wieder dieser Punkt, warum solche Filmtitel, wenn der englische Titel doch so einfach, so simpel und so gut ist? Das ist das, worüber ich mich ja sehr oft aufrege, dass man das so arg ändern muss. Und ich glaube einfach, dass wir zu alt dafür sind, um diesen Film richtig, richtig gut zu finden. Könnte sein, ja. Wobei ich, weiß nicht, müsste man mal jemand fragen aus der jüngeren Zielgruppe vielleicht. Ich kann mir nicht, ja, ist das so, dass irgendwie so eine, die 17 ist, die relativ, jetzt nicht gerade irgendwie totales Mauerblümchen ist, dass die wirklich ein Jahr wartet, bis auf einen bestimmten Tag, wo sie dann mal mit ihrem Freund dann ins Bett gehen will oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das jetzt so, also zu meiner Zeit war das nicht so. Ja, ich weiß es nicht. Also man sieht das relativ oft in amerikanischen Produktionen. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie in Amerika gelebt, ich habe keine amerikanischen Freunde, die mir das erzählen könnten, ob das wirklich so ist. Aber so wie das anscheinend ist, es ja so ein Vorort. Sie ist so eine gute Schülerin, kommt aus gutem Hause, Eltern sind jetzt auch nicht gerade arm, so wie man das, oder wie es den Anschein gemacht hat. Sie ist eine Hübsche, die halt mit den anderen Hübschen rumhängt. Und ich glaube schon, dass das vielleicht in gewisser Weise in so Vorortstädtchen möglicherweise so ist, dass die das echt planen. So. Keine Ahnung. Ich kann es mir schon vorstellen bei diesen amerikanischen Vorstadt-Teenagern. Keine Ahnung. Ich würde es nicht machen. Ich habe es auch nie gemacht. Also. Ja, ich weiß es auch nicht. Also. Zu meinem größten Kritikpunkt kann ich aber erst im Spoiler-Talk kommen. Mhm. Es hat aber auch was mit dem Filmtitel zu tun, aber da komme ich dann später dazu. Es hat mich, also es hat dann zwar wirklich mal so ein, wo sie dann sich auch umzieht, wo sie sagt, hey, jetzt kann ich mich kleiden, wie ich will, jetzt brauche ich meine Clique nicht mehr, und sie sagt halt ihren Freundinnen gleich ins Gesicht, was sie wirklich von ihnen denkt oder so. Das war mal so ein Moment, da hat mich der Film wieder mal ein bisschen gewonnen gehabt, weil das ist einfach, das finde ich auch bei solchen Endzeitfilmen oder eben auch bei solchen Zeitschleifenfilmen, das ist doch eigentlich gerade das. Ich meine, wenn ich in der Zeitschleife festhängen würde, ja, wenn ich wüsste, okay, jetzt, was weiß ich, der heutige Tag, ja, passiert jetzt immer wieder. Ey, ich würde doch sagen, hey, ich kann da alles machen an dem Tag, ne? Wenn ich das festgestellt habe, okay, es passiert wirklich immer wieder, dass der Tag wiederkommt und es ist alles wieder wie vorher. Hey, da würde ich vielleicht mal eine Bank überfallen, da würde ich mal vom Stuttgarter Fernsehturm mit einem Fallschirm springen, keine Ahnung, würde ich Basejumpen machen, keine Ahnung. Weißt du, ja, vielleicht aber die mal. Andere Sache ist halt, du musst ja auch immer überlegen, warum passiert dir das in dem Moment? Und warum musst du ausgerechnet du immer wieder diesen Tag erleben? Und es ist ja nicht so, dass sie sich am nächsten Morgen nicht dran erinnert. Sie erinnert sich ja dran und weiß, ich hock seit 3 Monaten in dieser Schleife als Beispiel. Vielleicht sind es auch nur 3 Wochen oder so, keine Ahnung. Aber das wird doch auch irgendwann langweilig, abgesehen davon. Es kommt drauf an, was du draus machst. Du willst doch da auch ausbrechen aus dieser Schleife. Es kommt drauf an, was du draus machst. Also ich meine, klar, ich denke mal, du brauchst dann so 1-2 Tage, bis du merkst, okay, das ist jetzt so. Ja, also, aber wir reden hier von einer 17-jährigen Teenagerin. Aber dann wäre es doch eigentlich so, also ist halt jeder anders, ne? Aber ich würde dann sagen, okay, wenn das jetzt so ist, wenn ich kann mir jetzt Gedanken machen, wie ich da jetzt rauskomme, aber bevor ich das mache, YOLO, ne? Also, warum nicht? Ich meine, hey, du bist jeden Morgen, wachst du wieder auf, ist alles wie gehabt, ne? Das heißt, du kannst alles machen. Ich würde das wahrscheinlich genauso machen. Du kannst aus dem Flugzeug springen, stirbst und bist am nächsten Morgen wachst du wieder. Kannst allen deine Meinung sagen, kannst deinem Chef gehen und ein Häufchen auf den Tisch setzen. Ja, es wäre egal. Also, das sind also deine geheimen Wünsche, die du hier offenbarst. Naja, vielleicht nicht unbedingt beim Chef, aber ich habe so den einen oder anderen Kollegen. Nein, um Gottes Willen. Platzsturm beim VfB, Nacktflitzen, ja, wenn gerade Spieltag wäre oder so. Ich meine, heute war gerade Spieltag in Hannover. Ich meine, man könnte schnell hochfahren früh. Du weißt, keine Ahnung. Einfach mal
du sagst... alles Geld ausgeben und so. Das sind so genau, Sachen. Hast du ja am nächsten Tag wieder alles. Machen. Vorher eine Bank überfallen, damit du noch mehr Geld hast, ja, was weiß ich. Du kannst doch alles machen. Erstmal Spaß haben und dann kannst du dir Gedanken machen, ja, wie... Das ist auch das, was ich zum Beispiel in diesen, weiß nicht, bei Walking Dead oder sowas, weiß, die stellen fest, die sind irgendwie die letzten Menschen auf der Welt und lass uns nicht mal irgendwie krachen, so wie bei Zombieland oder sowas, weißt du? Die, ja. Also, wenn man sich jetzt mal drüber nachdenkt, wenn ich in so einer Zeitschleife hängen würde, ich würde ganz andere Sachen machen wie du. Ja, also ich würde zum Beispiel mir einen Vorschlaghammer besorgen und einfach mal eine Wand einschlagen. Weil ich einfach mal wissen will, wie sich das anfühlt, eine Wand einzureißen. Ja? Was passiert denn nichts? Am nächsten Tag steht sie ja wieder. Das sind so Sachen. Oder ich würde mal, keine Ahnung, allen die Meinung sagen. Ich würde allen sagen, dass ich die nicht unbedingt wirklich mag oder so. Die würde ich einfach mal sagen, wie scheiße sie sind. Oder ich würde den Leuten, die ich echt mag oder so, denen würde ich das auch einfach mal sagen. Selbst wenn sie es doof finden, ja, also oder übertrieben oder albern oder so, ich würde es einfach alles mal rauslassen. Ja. Ich würde jetzt nicht falsch umspringen, davor habe ich viel zu viel Angst, das würde ich nicht mal machen, wenn es mein letzter Tag auf Erden ist. Pff, ja, nee, würde ich nie machen. Kannst du doch mal deine Ängste überwinden. Ich würde ja schon nicht mehr da raushüpfen können. Kannst du deine Ängste überwinden, kann doch nichts passieren. Ja, aber trotzdem, ich würde es nicht machen. Man hat ja doch nur deswegen Angst, weil man denkt, vielleicht passiert was, aber du weißt ja genau, bis wachst am nächsten Tag wieder auf. Vielleicht würde ich mir die Haare ganz kurz schneiden, nur zu gucken, wie es ausschaut. Ja. Also ein Kurzhaarschnitt, so ein Pink-Kurzhaarschnitt oder so. Ja, genau. Also meine Frage an die Hörer, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr machen würdet, wenn ihr in so einer Zeitschleife drin wäret. Würdet ihr jetzt sofort Pläne schmieden, wie ihr da so schnell wie möglich wieder rauskommt? Oder würdet ihr vielleicht auch erstmal die Zeit erstmal genießen und mal gucken, was das Leben so mit sich bringt oder keine Ahnung, ihr habt jetzt schon Argumente dafür und dagegen gehört, dann das wäre mal interessant. Ja, aber ansonsten dieser Film reichlich uninteressant. Ich habe auch relativ schnell dann irgendwie gewusst, welches Ende das nimmt. Das kam jetzt für mich irgendwie wenig überraschend und es war auch, ich meine dafür, dass sie die Zeit hatte, sich das alles irgendwie zu überlegen, kam das dann doch alles sehr spontan irgendwie, fand ich. Ja, und, ein bisschen. Das, ja, ein Rest dann im Spoiler-Talk. Also von mir, weiß gar nicht, was habe ich in der Facebook-Gruppe gegeben? Ich guck mal kurz nach. Das glaubt genauso viel gegeben wie ich. Ich würde jetzt mal gegeben. Spontan so 6 Punkte geben, ja. Dann passt das. Also ich gebe jetzt auch so 6 von 10 Punkten. Ist mit Sicherheit kein Sneak-Durchfall, den wir manchmal so hatten, sondern ja, ist okay. Also Durchschnitt ist halt die Frage, ob man dafür ins Kino gehen muss. Dann muss einen irgendwas daran reizen. Oder, weiß nicht, auf DVD oder im Stream kann man es vielleicht mal gucken. Wenn man sich für solche Zeitschleifenfilme interessiert, gibt es ja nicht allzu viele. Und ja, Edge of Tomorrow war zum Beispiel gut. Ja. Naja, also 6 von 10 Punkten. Den Rest gibt es dann später im Spoiler-Talk können wir eigentlich jetzt gleich aufnehmen. Warte mal, wir schließen gleich an. Da machen wir halt nachher einfach nochmal. Aber wir haben doch noch den anderen Film, über den wir Das macht nichts. Da machen wir dann auch gleich einen Spoiler. Achtung, jetzt kommt die Spoilerwarnung. Okay. Achtung, Spoilerwarnung. Bitte ausschalten, wenn ihr den Film noch sehen möchtet. Ha, könnt das ja alles einspielen hier. Liegt alles bereit hier. Das ist ja geil. Die Trenner, ja. Spoiler. Genau, jetzt sind wir nämlich einmal im Thema drin. Sonst muss man nachher uns erst wieder reindenken. Mein größter Kritikpunkt ist, dass der Filmtitel den kompletten Film spoilert. Und das finde ich unmöglich. Wie können die den Film, bevor du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei nennen, wenn man gar nicht weiß, ob sie stirbt, ja? Ganz aber genau. Durch den Filmtitel weiß es ja dann. Und als wir dann... Natürlich. Als wir dann ja gesehen haben, also das deutete sich ja dann, sag mal so, so an, wo sie sich dann quasi an dem einen Tag anfängt, so von allen theatralisch zu verabschieden, von ihrer Schwester, von ihrer Mutter und sonst was allen. Da wurde ja dann klar, okay, die wird sich jetzt irgendwie überlegen, wie sie quasi stirbt, damit das andere weitergeht. Und das hat mir halt irgendwie der Filmtitel in dem Moment verraten gehabt schon. Das fand ich so bescheuert. Wie kann man das machen? Naja, andererseits ist es ja so, dass der Film ja auch schon anfängt, indem sie erzählt, dass der Tag für sie heute endet. Oder was würdet ihr tun, wenn ihr wüsstet, dass das der letzte Tag eures Lebens wäre? Da war ja schon klar, dass sie wahrscheinlich stirbt.
Andererseits war es ja ein Autounfall. Sie hätte es ja auch überleben können und im Koma landen. Das fand ich eigentlich da am Anfang noch nicht so dramatisch, weil das quasi, was würdet ihr tun, wenn das euer letzter Tag, könnte ja sein, dass du quasi in diesem Tag gefangen bist und ihn immer und immer und immer wieder, ist der letzte Tag, den du erleben wirst, weil du kommst da einfach nicht raus. Das war mir in dem Moment noch nicht klar. Und ich erahne solche Fährten meistens immer relativ schnell, weil ich ja doch viele Filme gucke. Aber wo es dann wirklich drum ging, wo sie sich von ihrer Schwester verabschiedet hat und so richtig so wie, ach, ich werde dich nie wiedersehen oder so, dann war es mir irgendwie klar. Und wo dann auch der Filmtitel, wo man den noch im Hinterkopf... Ja, es war ja klar, dass es irgendwas mit diesem gemobbten Mädchen zu tun hat. Und sie hat ja immer versucht, sie ja zu retten. Als ihr dann klar wurde, dass das Mädchen der Auslöser ist für den Unfall, war ihr dann irgendwann klar, dass sie retten muss. Und das geht ja nur auf die ein oder andere Art und Weise. Ja, andererseits finde ich, wenn es unbedingt mit dem Unfall enden müsste, dann, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen hart für denjenigen, der dann im Auto hockt. Also ich finde generell Unfalltote. Da waren ja ihre Freundinnen drin. Ja, nee, ich glaube, es ging ja um den LKW und der LKW hatte den Unfall und aufgrund des LKW-Unfalls haben die den Weg verloren. Also sind die von der Straße gekommen. Nee. Der LKW ist ausgewichen und hat dann so kam hupend dem Jeep entgegen, wo die drin saßen. Ach so. Und die haben dann gedacht, hä, was hupt der hier? Und mit einmal ist die vors Auto gelaufen, wupp, und hat dann dazu geführt, dass die. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ja, und dadurch diesen Unfall bringt sie ja noch die anderen im Auto in Gefahr. Ja. Warum muss es denn mit so einem scheiß Unfall enden? Ja, da weiß man ja nicht, was mit den anderen passiert. Die hätte ja so viele Möglichkeiten gehabt, das ganze Thema irgendwie andersrum zu biegen. Ja, ich meine, die hat alle Zeit der Welt, sich da irgendwas zu überlegen. Ja, die hätte sie anderweitig irgendwie aufhalten können. Nein, da war das alles sehr spontan und hier hinterher gerannt und sonst was alles. Und also dafür, dass sie nun schon so lange genau weiß, was wann wie wo passiert, wer wann wo reinkommt, hätte sie genauso gut dieses Auto sabotieren können von ihren Freundinnen. Richtig. Vorher, ja. Also dann wären die gar nicht losgefahren. Genau, dann wäre der Unfall einfach nicht passiert, ja, aber reiner Logikfehler. Das hat mich dann sehr, sehr geärgert. Und dass mir der Filmtitel quasi den Film auch verspoilert hat, das hat mich auch geärgert. Und es hat einfach nicht zusammengepasst und man war eigentlich so, ach ja, okay, das ist halt zu Ende. Ja, ich fand auch irgendwie dieser Wendepunkt, wo ich gesagt habe, es war halt der, wo sie dann angefangen hat, einfach mal auf Badass zu machen. Ja? Indem sie einfach mal ihren Freundinnen gesagt haben, dass sie scheiße sind, dass sie ruhig sein sollen, dass sie einfach die Klappe halten sollen. Ja, oder sie einfach mal nicht das schöne, brave Mädchen gemimt hat, sondern einfach mal offene Haare und dunkel geschminkte Augen und kurzes Kleid mit Schlitz oder was weiß ich. Ich würde mein Kind sogar aus dem Haus lassen, mal ganz anders gesehen. Und dann fand ich aber ein bisschen albern, dass man dann doch diese eine Schulkameradin, dieses lesbische Mädchen mit reingenommen hat. Ja, tauschen wir die Schuhe. Was soll denn das? Das war doch total unnötig. Ja, oder? Da gab's sinnvoll viele, dahinter. Gab es viele Stellen, wo man dachte, Facepalm, also nee, war wirklich nicht so besonders, aber das wollte ich nochmal. Vielleicht hat ja schon jemand von unseren Sneak-Kollegen vielleicht hat es schon mal irgendjemand gesehen oder hat sich diesen Spoiler-Talk jetzt auch angehört. Kann er ja mal, ich weiß nicht, in den Kommentaren vielleicht nicht, vielleicht eher dann eine direkte Message an erik@kinocast.net, dann kann ich ja mal das irgendwie auswerten beim nächsten Mal, ohne dass ich jetzt die Details nenne, damit nicht irgendjemand gespoilert wird. Naja, gehen wir wieder zurück oder hattest du noch irgendwas im Spoiler-Talk? Nein, alles gut. Ach halt, das war die falsche? Das hier wollte ich. So, da sind wir wieder. Schöne Grüße an alle, die jetzt wieder dazugeschaltet sind, die wieder zurück sind, die den Spoiler-Talk nicht angehört haben. Wir machen dann jetzt weiter im regulären Programm. Da kommen die Sneak-Tipps für die nächste Woche. Hast du da einen Überblick? Ja. Also soll ich den Tipp vorlesen? Kannst du auch machen, ja. Der Sneak-Tipp für nächste Woche heißt, da bröckelt der Putz ins Buffet. Gibt es da schon Tipps? Ah ja, ich sehe gerade. Ja, ich bin jetzt Kannst ja meinen auch mit vorlesen.
Ja, sobald ich da, Moment, Zeit überbrücken, klick, klick, hallo. Ah, schlecht vorbereitet. Ich hätte es offen, soll ich? Ja, dann mach doch. Achso, ne, ich wollte nicht alles alleine machen hier. Ein gewisser Gerrit hat getippt, The Dinner, ein Film von Oren Movermann, nie gehört, startet am 8. Juni. Alle Versuche, das Dinner zu verhindern, scheitern. Der ehemalige Geschichtslehrer Paul muss seine Frau Claire zum Essen mit seinem Bruder Stan, gespielt von Richard Gere, und seiner Schwägerin Caitlin, gespielt von Rebecca Hall, folgen. Stan hat eine große Aussprache geplant, der an dem Abend aber andere Dinge im Weg stehen, weil er Gouverneur werden will, möchte Stan noch in dieser Nacht einen Gesetzesvorschlag in trockene Tücher bringen. Seine Frau Caitlin hat unterdessen Probleme damit, dass ihr Mann keinen Nachwuchs mit ihr will. Und Paul hat ein Problem mit seinem Sohn Michael, das er zu lösen versucht, ohne dass Claire davon etwas mitbekommt. Doch die weiß beim Treffen im sehr exklusiven Restaurant links Bescheid. Ich schlafe gleich ein. Okay. Also, ich hoffe mal nicht, dass der kommt. Ich habe die Zeit genutzt und habe es auch mal geöffnet. Ich hoffe mal nicht, dass der kommt. Ja. Okay. Oh, was haben wir noch für Tipps? Der Thomas hat noch getippt, und zwar Final Portrait. Das ist, und das finde ich jetzt extrem interessant, ein Film von Stanley Tucci. Ach, von, nicht mit. Mhm. Ja, nicht mit, sondern von. Und da geht es um einen Maler. Im Jahre 1964 ist Alberto Giacometti einer der bedeutendsten Maler und Bildhauer in Europa. Dementsprechend geschmeichelt fühlt er sich von seinen guten Freunden, bla bla bla. Ich verstehe jetzt nicht ganz, wie das auf den Tipp passt, aber das hatte bei dem einen Tipp vom Thomas auch letztens mal irgendwie nicht so gepasst, dann kam der aber trotzdem. Also ich glaube, der Thomas hat sich da schon irgendwie Gedanken gemacht. Ja, also der muss irgendwie ein Porträt erstellen, und das zieht sich, die Entstehung des Bildes zieht sich irgendwie Wochen hin. Ja, da muss irgendjemand Modell sitzen. Weil der exzentrische Maler seine Fortschritte macht, irgendwie so. Jo. Table 19 habe ich getippt, liebes Fehl am Platz, weil das hatte ich letzte Woche schon getippt, irgendwann musste er mal kommen, lief in vielen anderen Sneaks, so auch bei den Kollegen von Leinwandperlen, die fanden den sehr schlecht, aber ach nein, der Trailer sieht irgendwie lustig aus, aber ich glaube der Film... Ja, der ist mit Anna Kendrick, der Film. Ja, der Film gibt dann irgendwie doch nichts her, aber würde zumindest vom Thema Dinner oder bröckelter Putz ins Buffet wahrscheinlich... meiner und das The Dinner, zumindest von denen, was ich jetzt hier kenne, am ehesten zutreffen. Mal schauen. Mal schauen. Okay. Hoffentlich nicht The Dinner. Ja, ich meine, angucken kann man sich das schon mal. Warum nicht, ne? Warum nicht? Ja. Wir beide haben noch einen Film gesehen, nämlich Split. Und zwar, das ist der Film von M. Night Shyamalan mit James McAvoy in der Hauptrolle. Und wir hatten ja schon einige Male hier drüber gesprochen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hat den schon irgendjemand mal vorgestellt. Der Chris hat ihn gesehen. Der war nämlich ganz gemeinerweise ohne mich so. Damals mit seinen Arbeitskollegen im Kino spontan. Naja, jetzt hast du ja nachgeholt. Ja, also geht es darum, James McAvoy hat oder entführt ein paar junge Frauen und hält sie gefangen. Und er hat multiple Persönlichkeitsstörung, ich glaube, so nennt sich das. Also er ist nicht nur schizophren, sondern hat irgendwie zig Persönlichkeiten. Im Film wird mal irgendwas von 23 Identitäten genannt. Davon sieht man halt einige, die dann auch den Opfern in Anführungszeichen gegenübertreten. Also da ist von irgendeinem kleinen Jungen über eine Frau bis zu irgendwelchen ja doch etwas brutaleren Typen alles dabei. Und wir werden dann auch nachher einen kleinen Spoiler-Talk mit anhängen, dass man da wirklich noch im Detail drüber reden muss, weil falls ihr noch jemand sehen möchte. An sich, das, was man jetzt spoilerfrei sagen kann, der Film hat mich jetzt nicht so umgehauen, wie von den meisten anderen. Also ich meine, schauspielerisch gesehen, okay, was da James McAvoy macht, ist gut, aber ich fand ihn nicht so spannend. Also was da hat mir so ein richtiger Bedrohungsfaktor irgendwie gefehlt von Anfang an, dass jetzt zum Beispiel klar wird, okay, der ist jetzt wirklich oder eine von diesen Persönlichkeiten ist wirklich heftig drauf und der behandelt die Opfer alle relativ gut, wenn ich es mal so sagen kann.
da ist jetzt nichts irgendwie, dass mal irgendwie jemand heftig irgendwie misshandelt wird oder irgendwas, dass man denken muss, boah, die sind jetzt wirklich in einer schlimmen Situation. Nee, die sind halt einfach irgendwie weggefangen worden. Aber denen geht es doch verhältnismäßig gut. Da hat mir irgendwie so die echte Bedrohung gefehlt. Ja, das Problem ist ja, ich finde es schon bedrohlich, wenn dir permanent die gleiche Person vor der Nase steht und immer irgendwie eine andere Persönlichkeit hat. Die ängstigt dich dann natürlich auch, ne? Oder du weißt nicht, was los ist. Also ich kann mir das schon schlimm vorstellen. Und wenn man dann auch noch hört, dass sie irgendwie speziell vorgesehen sind für irgendeinen noch kommenden, was weiß ich, weiß nicht mehr genau, wie es betitelt wird, dann macht das schon Angst. Und wenn das irgendwelche 16-jährigen Teenager sind, dann kreischen die ja sowieso bei jedem minimalen Problem. So. Und die einzige normale, sagen wir mal dahinter, die da noch ein bisschen den Überblick behalten hat, ist die, oh Gott, wie heißt die denn in der Rolle? Ich habe keine Ahnung. Die Schauspielerin heißt Anya Taylor-Joy. Die haben wir gesehen in The Morgan Project. Da hat die das Mädchen gespielt, das Projekt, die Morgan. Die ist die Einzige, die so ein bisschen den Überblick behält. Und deswegen, wo wollte ich denn jetzt eigentlich drauf, ne? Ich weiß nicht, aber weil du sagst hier, ja, das ist also irgendwie schon bedrohlich, wenn die immer einen anderen. Das hat man aber den Schauspielerinnen, ich glaube, die haben das auch nicht so gut rübergebracht, fand ich, die Schauspielerinnen. Genau, die waren eher so irgendwie hysterisch. Aber dass da jetzt irgendwie jemand wirklich. Ich habe denen nicht abgekauft, dass die wirklich jetzt in Todesangst oder irgend sowas. Deswegen hat für mich jetzt so dieses. Hat mir irgendwie gefehlt, ja. Hm. Deswegen hat mich das nicht so richtig, ich fand das interessant, wie er die einzelnen, und er redet ja auch mit seiner Psychiaterin und so, das hatte für mich fast so ein bisschen was wie bei den Sopranos oder so, wo der auch immer zu seiner Psychiaterin geht. Mhm. Aber da war es halt so, der hat halt wirklich üble Sachen gemacht und musste halt gegenüber seiner Psychiaterin dann bestimmte Sachen offenbaren und so. Ich fand das hier noch relativ zu brav, ja, gegenüber. Wenn ich mir überlege, so andere Shyamalan-Filme, man denkt mal an Sixth Sense zurück, die beginnen halt mit einem riesen Knall. Ja, zum Beispiel da, wo sich der, hat er selber damals der Shyamalan im Audio-Track, im Begleitmaterial von Sixth Sense gesagt, dass ganz wichtig ist, dass der Film am Anfang irgendwie, gerade wenn du Horror-Thriller hast, am Anfang irgendwie so einen erschütternden Moment hat, wo die Zuschauer wissen, okay, hier, boah, die kann wirklich was passieren. Wie zum Beispiel bei Sixth Sense ganz am Anfang, wo der Typ da plötzlich bei denen im Bad steht, ja, wo der so vorbei, ja, und dann irgendwie erst auf die schießt, dann sich erschießt und so. Das ist halt so dieser erschreckende Moment. Und sowas hat mir hier irgendwie total gefehlt, zumal, wie gesagt, der Regisseur das sogar selber gesagt hat in seinem eigenen Audiokommentar. Mhm. Also für mich war die Bedrohung nicht greifbar die ganze Zeit. Das Einzige, was mich da interessiert hat, war, wie der James McAvoy das so rüberbringt und wie sie es schaffen, irgendwie da zu fliehen oder auch nicht. Ich habe immer darauf gewartet, dass da irgendwas passiert und es ist ja dann auch was passiert, da müssen wir dann im Spoiler-Talk drüber reden. Und dann hat es ein bisschen Fahrt aufgenommen, aber am Anfang fand ich es doch etwas zu brav. Das ist jetzt Ansichtssache. Ja, nee, deswegen reden wir ja drüber. Ich fand es gar nicht brav. Ich fand es halt extrem, ich finde, es ging mehr auf die Psyche. Also wenn ich mir auf Filmstarts jetzt die Genrebezeichnung angucke, da steht da Thriller, Fantasies, Horror. Also Fantasy am Ende, ja. Thriller absolut, aber Horror würde ich das A nicht bezeichnen und B würde ich eher sagen, dass es ein Psychothriller ist. Hm. Weil das geht echt auf den Kopf, auch die Art, wie er das spielt. Ich habe nebenher gekocht. Das war so innerlich so, oh mein Gott, was passiert als nächstes? Was steckt noch in ihm? Das hat mich echt aufgewühlt. Das hab ich zum Kochen gebracht. Das war einfach so. War das extrem spannend. Vielleicht kannst du dich als Frau doch besser reinversetzen, wenn da Frauen entführt werden. Vielleicht wäre es umgekehrt so gewesen, vielleicht, wenn das irgendeine durchgeknallte Frau gewesen wäre, die irgendeinen Mann entführt hätte. Hätte es vielleicht bei mir irgendwelche eigene Sachen ausgelöst, wo ich dachte, dass man sich dann irgendwie reinfühlt in die Situation, aber hier war es halt irgendwie, die haben auch so komisch
ich habe halt die Angst bei denen jetzt nicht gespürt oder so, weil die haben sich auch nicht so benommen, als hätten sie Angst. Weißt du, die haben da, wo die gleich am Anfang, das kann man ja sagen, da oben noch das entdecken, dass da so eine Lüftungsklappe ist und wollen da irgendwie raus. Weißt du, wenn die in Todesangst gewesen wären, hätte ich gedacht, oh Gott, das will jetzt warten wir erstmal ab, bis da irgendwie weg ist oder irgendwas und dann gucken wir das uns in Ruhe mal an. Nee, gleich völliger Aktionismus und völlig so. Ja, aber das sagst du als erwachsener Mann. Ja. Also du als erwachsener Mann würdest sagen, jetzt warte ich mal ab, bis der vielleicht irgendwie weggeht und mach das dann. Aber wir reden hier von Teenagern, die einfach nur weg wollen, die keine Ahnung haben, was vorgeht. Die preschen drauf los. Warte mal ab, deine Kleine kommt auch bald ins Teenageralter, dann mach die auch einfach los, ohne nachzudenken. Aber selbst Teenager wissen, die sind zu dritt, der ist alleine und der hat keine Waffe gehabt. Ja, ja, aber ich meine, die können ihn auch so mal überwältigen. Also da habe ich mich sowieso gefragt, warum die den nicht alle irgendwie, die waren nicht gefesselt und nix am Anfang. Ja, die hätten den, wo der reinkam, wenn er jetzt eine vorgehaltene Waffe oder irgendwas gehabt hätte oder irgendwie, keine Ahnung, Elektroschock oder irgendwas oder ein Hund oder irgendwas, der neben ihm an der Kette liegt oder sowas. Ja, aber da war ja nix. Ja. Die hätten den überwältigen können, der war nur alleine. Und da war ein bisschen plemplem, das haben sie offensichtlich gemerkt. Ja, spätestens als diese ganz junge Persönlichkeit kam. Ja klar. Die eigentlich nur K.O. schlagen müssen. Ja, das ist aber alles, ein bisschen, ja, es ist, natürlich ist es komisch, aber man findet in jedem Film irgendwas, was unlogisch oder seltsam ist. Ja? Ich hatte wahrscheinlich nicht generell so hohe Erwartungen. So, auch gerade so bei so Geiselnehmer-Filmen oder so. Das ist auch immer so, ich denke mir dann auch mal, da sind 5 Leute, werden von 2 Leuten gefangen gehalten oder 6 Leute werden von 2 Leuten gefangen gehalten. Warum gehen die nicht alle zusammen auf die los? Das denke ich mir aber jedes Mal. Einfach, ich glaube, das ist so ein menschlicher Instinkt, der sagt, nee, besser nicht. Weil jetzt so passiert mir nichts. Wenn ich auf den losgehe, könnte ich sterben. Vielleicht ist es einfach so ein Instinkt. Ich fand auch, der Film hat im Gegensatz zu anderen Filmen, auch vom selben Regisseur, hat er zu schnell seine Karten gezeigt. Also zu schnell sein Blatt offenbart. Ja? Mhm. Während zum Beispiel den letzten, den ich ziemlich abgefeiert habe, hier The Visit, da wusstest du ja bis zum Schluss nicht, ja, was ist denn jetzt hier Phase? Irgendwie The Visit war alles Suspense, du wusstest nicht, was geht da ab? Alles irgendwie ganz komisch und dann am Schluss hast du erfahren, na, boah. Und hier relativ schnell wird eigentlich klar, also zeigt der Film sein komplettes Kartenspiel, ja. Geht all in, zeigt hier, okay, so und so ist es. Der Typ, der hat multiple Persönlichkeiten. Es ist nicht mal so, dass die irgendwie, die gucken ja am Anfang durch Schlüssel und sagen, oh, da ist irgendwie eine Frau jetzt da oder sowas und die unterhält sich mit dem. Und dann wird relativ schnell klar, er ist die Frau. So, okay, ja. Also da war kein bisschen irgendwie Suspense, dass da irgendwie erstmal alles ein bisschen im Dunkeln gelassen wird, ja, dass die vielleicht erstmal irgendwie hören, unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche Art, wie Leute reden vielleicht oder irgendwas und dass du nicht weißt, was Phase ist. Du hättest dir gern mysteriöser gewünscht, ja, kann das sein? Klar, ne, einfach ein bisschen spannender, aber irgendwie der Film hat mir alles, hat sein komplettes Kartenspiel auf den Tisch gelegt, hat gesagt, guck, das ist es. Okay, 2, 3 Karten blieben noch unaufgedeckt, ja, die sind dann noch, über die werden wir vielleicht im Spoiler-Talk sprechen und das war's. Und das hat mir, ja, und die Schauspielerinnen, denen habe ich diese Todesangst oder weiß nicht abgekauft. Und das war mir nicht schlüssig insgesamt. Also ich hätte mir also da mehr. Meine Freundinnen da sowieso nicht. Dieser Claire und wie hieß die eine Marcia? Keine Ahnung, den habe ich auch nicht abgekauft. Die waren ja zum Glück nur Sidekicks. Aber ich fand die Cassie echt gut. Also diese Anya Taylor-Joy. Genau, die hat ja auch noch eine eigene Geschichte. Das fand ich wiederum, genau. Das war gut, dass man deren Backstory erfahren hat, die wirklich nicht ohne ist. Und ja. Ich habe sogar eine Zeit lang bei den Kollegen hier, wie hieß der Podcast, wo die Luise zu Gast war? Cinematic Smash Bros. Schöne Grüße von hier. Die hatten letztens eine Frage, welcher Film wäre besser, wenn eine andere Person als die Hauptrolle die Hauptrolle gehabt hätte. Und da hätte ich gesagt, jetzt nachdem ich den Film gesehen habe, Split. Und zwar, die junge Frau mit dieser Backstory ist für mich die eigentliche Hauptfigur. Und ich hätte den James McAvoy, die Figur, eher so ein bisschen mysteriöser im Hintergrund.
und hätte viel mehr von ihr dann irgendwie erzählt, wie sie als Opfer, wie sie zurückdenkt, was dann dazu führt, wie sie handelt in der Jetztzeit. Und ja, da möchte ich auch noch was zum Spoiler-Talk, im Spoiler-Talk zu der Dame sagen. Alles klar. Dann würde ich sagen, dann gehen wir vielleicht jetzt mal Punkte für Split. Ja. Warte mal, für dieses, wenn du stirbst, habe ich 6 Punkte gegeben. Ich gebe mal für Split 7,5. Da wäre ich auch, lustigerweise. Ach so, fandst du ja doch. Ja, wobei, also, nee, ich gebe 8. Wir sind uns ja so einig hier einfach heute. Einfach James McAvoy für diese Rolle bewundere. Eine treue Einigkeit hier, ist ja unglaublich. Dann starten wir jetzt gleich mit der Sirene. Moment, hier, klick. Achtung, Spoilerwarnung. Bitte ausschalten, wenn ihr den Film noch sehen möchtet. Das bin übrigens ich, der da spricht. Ja, wahrscheinlich mit so einem Filter, Darth Vader-Maske davor. Nee, so ein Filter geht auch alles jetzt hier digital. Ich möchte übrigens, ach so, ja, jetzt habe ich das natürlich im Spoiler-Talk, aber vielleicht hört ja jemand für einen Spoiler. Ich suche immer noch eine Station-Voice. Kate, ich wollte dich nicht fragen, weil du ja quasi immer in der Sendung mit zu hören bist, was ja sehr schön ist. Ja. Ich wollte eine andere Stimme als Ansager für die Jingles suche ich immer noch. Also falls da jemand von den geschätzten Hörern mir mal so 2-3 Sachen einsprechen könnte. Aber am besten eine Frauenstimme. Ja, am besten wäre eine Frauenstimme, weil ich habe ja hier, was habe ich, ganz am Anfang ist meine Tochter drin und so und ist alles irgendwie bunt gemischt hier. Ich spreche hier die Spoilerwarnung und dann gibt es noch Kates Filmrätsel und alles irgendwie krude durcheinander und ich habe schon hier die Jingles komponiert hier mit dem Keyboard und so. So einheitliche Sachen und da bräuchte ich halt jemanden, der mir die Sachen mal einspricht. Am besten wäre es, wenn es irgendwie eine Dame wäre, die vielleicht selbst auch einen Podcast hat, weil dann könnte ich ja ein bisschen quer verweisen, könnte ich immer mal darauf hinweisen, sagen, ja, die nette junge Dame, die uns das hier einspricht, die hat den und den Podcast. Oder auch mit, natürlich mit verlinken und so. Ja, vielleicht gibt es ja jemanden. Ich werde es vielleicht irgendwann nochmal im Normalen erwähnen, vielleicht nicht gerade im Spoiler. Kannst du ja nachher nochmal sagen. Alles nochmal, okay. Na gut. Ja, oder nächste Woche. Spoiler-Talk. Okay. Das Einzige, was mich noch ein bisschen mitgerissen hat, war dann eben dieses Mysteriöse, wobei ich das dann irgendwie zu abgefahren fand. Ich hätte... Das, als dann der Fantasy-Faktor kam. Ja, hey, die schießen auf den und er stirbt nicht und das war mir dann irgendwie echt, ich weiß nicht. Ja. Weil ich hätte mir gerade... Man hat ja immer die... Ja? Ja. Ich hätte mir gerade von Shyamalan gewünscht, wenn er mal wirklich einen ganz klassischen Weg gegangen wäre, wirklich einen ganz klassischen, ohne jetzt irgendwie so einen Kikifax, dann hätte mich das viel mehr überrascht, als wenn er jetzt sowas reingebracht hat. Also es gibt, also die erzählen ja immer von diesem Monster, was kommen wird, von dieser möglicherweise 24. oder 25. Persönlichkeit und das erzählt er ja auch seine Psychiaterin und ich hätte mir gewünscht, dass die zwar alle glauben, dass dieses Monster kommt, aber dieses Monster gar nicht existiert. Genau, das meine ich. Dass es nicht kommt. Ja. So. Da wäre die Überraschung viel größer gewesen. Als dann genau. Ist es da, okay, jetzt ist es da. Genau. Okay. Andererseits wäre dann die Sache mit der Casey nicht aufgegangen. Ich meine, die Casey, das ist das, was ich mir aber die ganze Zeit während dem Film überlegt habe, es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass sie mehrere Lagen Klamotten trägt. Und ich kenne ja viele Filme und ich habe viele Filme mit so einem Thema, wie was mit der Cassie passiert ist, gesehen. Und das ist eigentlich immer ein Indikator dafür, dass jemand sich einen Panzer aufbaut, indem er so ganz viele Lagen Klamotten anzieht. Und da hätte ich eigentlich schon schalten müssen, noch bevor, das hing ja schon noch bevor die ersten Rückblenden zu ihrer Jugend kamen, wurde das ja schon erwähnt, dass sie so viele Lagen anhat. Und das Ende wäre nicht aufgegangen mit ihr in diesem Käfig, wenn das Monster nicht doch gekommen wäre. Weil das hat ja nur der erkannt. Weil er war ja quasi so der Art Prophet, der gesagt hat, nur die Reinen und was weiß ich dürfen überleben. So. Und er war ja auch der Einzige, der das erkannt hat, ob jemand rein ist oder nicht. So, also zumindest macht das für mich den Anschein. Und nur durch ihre Vergangenheit konnte sie das Ganze ja überstehen. Ja, das fand ich ja wiederum gut, wo das eben mit ihrer Vergangenheit und so. Ja. Deswegen hätte ich mir gewünscht, dann, dass da vielleicht mehr davon. Es war ja bei Lost zum Beispiel auch so, dass vielfach Dinge, die passiert sind in der Jetztzeit, die bestimmte Personen getan haben, wurden dadurch erklärt, dass quasi die Vorgeschichte derjenigen Person
kurz beschrieben wurde, wo man dann gesagt hat, ach so, genau, aus diesem Grund hat der genau jetzt so gehandelt, weil er eben das in der Vergangenheit erlebt hat. Und das fand ich ganz gut, aber ich fand das ganze Mystery-Ding dann etwas zu quatschig da bei Split. Was ich schade finde, ist, dass man, also sie sitzt ja dann später in dem Auto und diese Polizistin sagt ihr, dass ihr Vormund da ist. Und man erkennt zwar in ihrem Gesicht, dass was vorgeht, aber ich hätte mir stärkere Gesichtsmimik erhofft, damit man eher erkennt, was wirklich passiert. Wehrt sie sich und sagt der Polizistin, was los ist? Oder entwickelt sie selber eine Schutzpersönlichkeit? Oder macht sie gar nichts? Und ich finde, das hat man überhaupt nicht erkennen können. Man hat zwar gesehen, dass in ihr was vorgeht, aber das ist total offen. Ich weiß jetzt nicht, was mit ihr passiert. Und sowas hasse ich. Ich glaube, sie hat schon so resigniert, weil ich glaube, ihr ist so viel angetan worden. Ja, aber andererseits, sie hat das jetzt überlebt, ne? Hat diesen Menschen mit dieser gespaltenen Persönlichkeit in Anführungsstrichen kennengelernt. Dann gibt es ja eigentlich nur drei Wege. Entweder es passiert gar nichts. Der zweite Weg ist, sie entwickelt selber eine Persönlichkeitsstörung, indem sie, jemand in ihr hervortritt, der sie beschützt vor ihrem Onkel war es, ne? Oder eben, sie sagt, ich habe das überlebt, ich werde auch alles weitere überleben, deswegen sage ich jetzt, was los ist. Ich erhebe meine Stimme und sage der Polizistin, was los ist. Bleibt halt offen. Das ist echt schade. Ich glaube, und vor allem, sie ist jetzt eher so die Person, dass sie sagt, also nicht, dass sie das der Polizistin sagt, um sich dadurch zu wehren, sondern sie wird sich, glaube ich, eher gegen ihren Onkel wehren, denn da gab es ja die Stelle, wo sie schon mal auf ihn schießen wollte und es nicht getan hat. Ich glaube, das wird jetzt bei demnächst dann anders sein. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, ob das auch Spoiler ist, aber es gibt ja... Wir sind doch im Spoiler-Talk, kannst doch frei reden. Ja, ich überlege nur, ob es ein Spoiler ist. Also, der den Film gesehen hat, weiß, was am Ende passiert mit diesem Diner und wer dann da sitzt. Und ich habe gelesen, oder es ist sogar, glaube ich, schon in den Credits drin, bei den Filmen, ist, dass ein dritter Teil kommen wird, der den Split und Unbreakable zusammen vermischt und der Film wird Glass heißen. Aha. Und deswegen gab es ja auch den Cameo. Ich frage mich noch, wie das zusammenpasst. Also es wird also in dem neuen Film und unter Glass, also wenn man auf Glass klickt, ist auch James McAvoy dabei und Bruce Willis. Also werden als Schauspieler genannt. Ich frage mich noch, wie das zusammenpasst. Also wie die Filme wirklich tatsächlich zusammen integriert werden, weil sie gehören zusammen. Das hat auch M. Night Shyamalan gesagt. Also, ja. Split ist der zweite Teil zu Unbreakable und der dritte Teil wird Glass sein. Aber ich frage mich, wie es funktionieren soll. Werden wir dann entweder sehen. Es wird richtig gut oder es wird schlecht. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Der kommt nächstes Jahr übrigens. Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. 2018 genannt. Ich glaube, ich habe jetzt hier im Spoiler-Talk auch meine Sachen da soweit verdeutlicht, warum ich das jetzt nicht so wahnsinnig besonders fand. Ist natürlich ein sehenswerter Film, auf jeden Fall, weil es ein bisschen auf Mystery-Sachen steht, aber nicht rundherum überzeugend für mich. Ja, aber ja, 7,5 Punkte, ich meine, spricht auch eine gute Sprache, es ist jetzt kein Schrott oder sowas. Ist schon ein guter Film, gut gespielt, aber nicht durchweg überzeugend für mich. Ich sehe gerade, dass bei den Schauspielern für den dritten Teil die Casey wieder genannt wird. Okay. Die taucht also nochmal auf. Das finde ich jetzt gut. Okay. Wir können weitermachen. Dein Film, Das Versprechen, ist das hier auf Sky oder so? Oder das ist die Rezension. Ach so, okay. Ich spreche nochmal ganz kurz über Logan, den hast du ja schon erwähnt gehabt. Warte mal, jetzt finde ich hier gar nichts. Warum finde ich hier nichts? Hieß der nicht Logan? Doch, der hieß Logan. Logan the Wolverine? Nee, doch. Ist das der? Logan. Drei. Wir haben ja schon drüber geredet, über die Geschichte. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, ich habe den jetzt auch endlich mal geguckt.
Ich fand den, ich komme ja da ein bisschen durcheinander, ist ja kein Geheimnis, dass ich da mit diesen ganzen Superhelden ein bisschen durcheinander komme. Hugh Jackman, Wolverine ist mir natürlich durchaus ein Begriff. Ich habe bestimmt einige Filme mit ihm nicht gesehen. Den habe ich jetzt mal gesehen, weil mir da viele gesagt haben, das ist wohl ein sehr düsterer Film und so Endzeitmäßig. Und James Mangold, der hat ja eh schon Last Samurai und sowas, also richtig Filme gemacht, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und deswegen habe ich den auch mal geschaut und fand den extrem gut. Ja, also richtig gut, eben sehr abgefuckt, düster. Ich mag diese Stimmung sehr und es ist eben nicht so dieses Übermächtige und es nimmt halt kein Blatt vor dem Mund in Richtung Gewalt oder sowas. Man sieht halt das, was eigentlich auch erwartet wird von jemand, der irgendwie Messerkrallen hat. Ja, das hat man schon bei Freddy Krüger gesehen, was da passieren kann. Und hier sehen wir einen Superhelden, der Krallen an der Hand hat und irgendwie ist alles eher für Jugendliche gemacht gewesen in der Vergangenheit und hier zum ersten Mal richtig. Also ich fand extrem gut. Also von mir 8,5 von 10. Das nur mal ganz kurz. Du hast schon die erste Rezension, das Versprechen, erste Liebe, lebenslänglich. Genau, wir haben ja Rezensionslist bekommen und ich habe jetzt einen von den beiden schon. Habe ich noch gar nicht gesehen jetzt. Schande über mich. Ja, ich halte es kurz, dann können wir ja nochmal genauer drüber sprechen, wenn du es auch geschaut hast. Der Film heißt Das Versprechen, erste Liebe, lebenslänglich. Und man muss dazu sagen, es ist ein Dokumentarfilm. Es ist kein fiktiver Film oder es ist kein Spielfilm, der auf Wahrheit beruht, sondern es ist tatsächlich eine Dokumentation. Wir haben hier Originalaufnahmen, wir haben hier Originalinterviews und es geht um, also es geht tatsächlich um einen Mord, der im Jahre, jetzt lass mich nochmal schnell nachgucken, ich glaube 1985, am 30. März 1985 passiert ist, ein Doppelmord an einem Ehepaar, Nancy und Derek. Und die Hauptverdächtigen dahinter waren die Tochter des Ehepaars, Elizabeth, und ihr deutscher Freund Jens. Und darum gibt es diesen Film wahrscheinlich auch, weil es um einen deutschen Jungen geht, der des Mordes angeklagt wurde. Der Jens, der hat mit seiner Familie, das sind Diplomaten gewesen, irgendwie Außenminister, was weiß ich, irgendwas. Auf jeden Fall haben die halt in den USA gelebt. Der ist dort zur Schule gegangen, war auch ein fleißiger Schüler, ein sehr guter Schüler. Und er war halt verliebt in Elizabeth. Und die zwei, wie halt Teenager sind, haben alles zusammen getan und waren verliebt. Und eines Tages sind halt ihre Eltern tot. Und keiner weiß so genau, warum, wieso, weshalb. Und darum geht es in diesem Film. Es ist die Dokumentation des Prozesses, der ganzen Geschichte, die damals passiert ist. Und zusätzlich gibt es Filmmaterial von einem Interview von 2014, wo man ihn, also den Jens nochmal befragt. Also man hat das beantragt und dem ein Interview, ein Wunsch von den Filmemachern wurde stattgegeben. Und die interviewen ihn. Und ich habe im ersten Moment gedacht, vom Film her, dass das keine Originalaufnahmen sind, dass das gestellte Szenen vielleicht sind oder nachgesprochene Szenen. Was aber nicht der Fall ist, es ist tatsächlich ein Originalinterview. Darum geht es. Und mehr will ich eigentlich gar nicht dazu erzählen, weil der Erik den Film noch nicht gesehen hat. Und er ist erstaunlich gut. Ich lese ja gerade ein bisschen was, das ist irgendwie Daniel Brühl, der spricht irgendwie jemanden. Ja, genau. Also es gibt so Szenen, wo Briefe vorgelesen werden, die sich die gegenseitig geschrieben haben. Und wenn das der Jens nicht selber vorliest, wie zum Beispiel in den Interviews oder in den Prozessaufzeichnungen, sondern wenn die dann so Bilder einblenden und so, dass da einfach vorgelesen wird, ohne einen richtigen Zusammenhang jetzt zum Bildmaterial zu haben, dann liest es Daniel Brühl. Okay. Genau. Ich finde das ganz interessant. Also das zeigt wohl auch wieder irgendwie die Lücken da im US-Justizsystem und wie schnell man da irgendwie unter die Räder kommen kann und so. Ich werde das auf jeden Fall noch gucken. Und mich wundert es auch ein bisschen, weil es wird gesagt, dass er eigentlich als Sohn eines Diplomaten diplomatische Immunität hat.
Ich weiß nicht, ob das auf die, Familie mit zählt. Ich weiß nicht, doch, klar. Ich weiß nicht, ob die Immunität auf die Familie. Auf jeden Fall, ja, hier steht noch irgendwie drin, dass die auch geflohen sind. Wir sind irgendwie über, Asien. Ja, in gewisser Weise gab es eine Flucht. Ja, ich kann es nicht erklären, ohne zu viel von dem Film oder über diese ganze Geschichte zu verraten. Ich möchte niemanden spoilern. Auf jeden Fall. Es ist tatsächlich eine sehr spannende Geschichte. Auf jeden Fall hat mir der Filmverleih versprochen, dass wir dazu noch zusätzliches Material zum Verlosen bekommen. Das werde ich aber erst dann hier ankündigen, wenn das wirklich in meinen Händen ist. Nämlich, das soll es wohl ein sehr gutes Buch geben, was auch Grundlage war oder was die Filmemacher bewogen hat, dazu diesen Film überhaupt zu drehen. Und dieses Buch bekommen wir wohl und noch irgendwelche anderen Sachen. Da gucken wir einfach mal. Ich schaue den Film auch nochmal und ja, dann werden wir das ja eh nochmal aufgreifen, das Thema. Okay, dann sind wir soweit durch mit den Filmvorstellungen und wir werfen mal einen Blick darauf, was sich so in den Kinocharts hier in Stuttgart getan hat und bei den Neustarts. Kinocharts. In den Charts sieht es wie folgt aus. Platz 10 ist Happy Burnout. Habe ich übrigens, ich habe ja die Tickets verschickt und von der einen Dame habe ich eine Rückmeldung bekommen. Die hat sich total gefreut und wollte jetzt gleich am Wochenende, also sprich dieses Wochenende, wo wir aufnehmen, ins Kino gehen. Ich habe geschrieben, soll ruhig mal dann sagen, wie es ihr so gefallen hat. Mal gucken, ob da eine Rückmeldung kommt. Ich suche gerade mal in meinem Stream, aber ich habe gestern über den ESC was getwittert, was hier total viral gegangen ist. Bei mir sind hier tausende von Notifications nur bezogen auf diesen Tweet von mir vom ESC. Ich habe nur getwittert, wo diese, da waren so Künstler da, die waren auf so einem Boot, so ganz in weiß angezogen und die sahen irgendwie total seltsam aus und haben mir so ein bisschen komisch gesungen und da habe ich irgendwie geschrieben, haben denn die Kelly Family Verwandte in Weißrussland oder sowas und und das ging dann gleich rum hier. So, warte mal, vielleicht finde ich es gleich. Ich finde, es ist jetzt zu weit nach unten gerutscht hier. Aber vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback und du kannst ja mal einen Kommentar dann schreiben unter einen Beitrag, wie der Film so gefallen hatte. Happy Burnout. Auf Platz 9 ist dann Die Überflieger. Kleine Vögel, großes Geklapper. Und aufmerksame Hörer, die werden ja in der letzten Sendung gehört haben, ich habe ja gesagt, ich soll da eine Einladung kriegen, dass ich da irgendwie mit meinem Sohn reingehen kann und das sichten kann, den Film. Das kam leider erst gestern mit der Post. Und heute war ja Fußball und so, da konnten wir jetzt nicht ins Kino gehen. Das heißt, es ist jetzt irgendwie für die kommende Woche geplant, dass ich mal den Film sichte mit meinem Sohn. Und ich habe auch noch 2 Freikarten hier zum Verlosen, aber da kommen wir dann später dazu, da haben wir noch ein bisschen mehr. Also bleibt mal dran, wenn ihr da Freikarten gewinnen wollt und Poster. Schöne Poster habe ich da. Platz 8, Ein Dorf sieht schwarz. Platz 7, Die Schlümpfe, das verlorene Dorf. Platz 6, Die Schöne und das Biest. Platz 5, The Boss Baby. Platz 4, Get Out. Platz 3, King Arthur, Legend of the Sword. Platz 2, Fast and Furious Teil 8. Und Platz 1, immer noch Guardians of the Galaxy 2. Hier in Stuttgart. Wie es bundesweit aussieht, habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber die Kinostarts hier in Stuttgart sehen wie folgt aus. Nummer 1 ist Alien Covenant, auf den wir uns ja, denke ich mal, freuen. Ja. Gucken wir mal. Kommenden Samstag dann wahrscheinlich. Ja, müssen wir mal schauen. Da ist ja auch Fußball irgendwie. Mal schauen. Ist ja so also Sonntag, ey. Ja. Wie geht's denn weiter? Das sind alles Dokumentarfilme, die laufen mir nicht an, der läuft auch nicht an. Jahrhundert Frauen, ein englischer Film, 3 feministische Frauen und ein Pubertierende. In dem Drama Jahrhundert Frauen sucht die alleinerziehende Dorothea nach einem Vaterersatz für ihren Sohn. The Shadow Man, eine junge Frau, Horrorfilm, eine junge Frau fühlt sich in ihren Träumen von einem Mann in den Schatten verfolgt und will hinter das Mysterium kommen. Boah. Nocturama ist ein provokanter Thriller über eine Gruppe junger Terroristen, die einen Bombenanschlag im Zentrum von Paris planen. Boah, nee, sowas kann ich mir nicht angucken. Nee. Interessant auch noch für Fußballfans. In manchen Kinos, also hier in Stuttgart läuft es in 2 Kinos, läuft ein Dokumentarfilm an.
Und zwar begibt sich da Fußballfan Joachim Krohl auf die Suche nach den Spuren der bekanntesten Fußballhymne der Welt. Und wie heißt die? Na? Es ist nicht, wenn du mich fragst, wer Meister wird, sondern You'll Never Walk Alone. Das wird ja quasi in England gesungen, beim BVB gesungen, überall. Und der begibt sich da auf die Spurensuche. Habe ich schon mal eine Dokumentation zu dieser Dokumentation, kann man fast sagen, gesehen. Irgendwo auf YouTube war da was drin, wie der Joachim Krohl da versucht hat zu recherchieren und so. War mal so ganz kurz dargestellt. Fand ich schon sehr interessant. Also für Fußballfans durchaus mal sehenswert, wie das entstanden ist. Und der begibt sich dann halt auch zu den Vereinen hin und so. Also bei wem das läuft, der kann da mal da zugucken. Kann da mal schauen, ob er das findet. Und das sind wir eigentlich durch diese Woche. Wahrscheinlich überschattet der Alien-Film und die bereits laufen, alles irgendwie, dass keiner sich traut, dagegen zu setzen. Okay, kommen wir mal zu den sonstigen Themen und vor allem zu diesem hier. Kates Filmrätsel. Und ich habe heute auch noch ein Filmrätsel. Ha! Überraschung. Ach, dann mach doch du deins. Meins ist so einfach. Ich habe hier nämlich sowas geschenkt bekommen. Und da sind Filme wirklich sehr, sehr vage beschrieben. Oh, das machen wir. Und warte mal, ich lege mal hier so ein paar Karten her. So, warte. Soll ich nicht erstmal letzte Woche auflösen? Ich habe jetzt. Mach mal, genau. So, du sortierst deine Karten, fünf, ich löse mal auf. Sechs. Also, ich habe ja geschaut, was ihr fleißig getippt habt und es wurden diesmal ganz viele Tipps abgegeben, was mich sehr, sehr freut. Zum Beispiel hat der Supergoofy getippt und der Erik hat auch mitgetippt und der Thomas hat getippt und der Marc hat getippt und besoffen Erik hatten alle recht. Na schön. Es war tatsächlich die Akte mit Julia Rose. Das kam im Fernsehen am Wochenende. Ja. Aber ich habe irgendwie im Fernsehprogramm geguckt. Na, egal. Tja. Also was weißt da so lief. Ich mache es euch ja nicht einfach. Ich nehme ja auch mal Spartensender. Oder so solche Sender, die nie jemand guckt. Ja. Oder die es nur bei PayTV gibt. By the way, ich bin ja nicht. Der Film Wer die Nachtigall stört, ist besser als die Akte. Nur mal so, wenn ihr den mal erwischt, der lief auch am Wochenende. Dann haltet mal. Der ist schon auch gut. Der ist zwar sehr alt, aber immer noch gut. So. Soll ich mal, ich habe jetzt hier 10 Sachen liegen, sag eine Zahl zwischen 1 und 10. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die Überschrift ist Stiller Abend. Um welchen Film geht's? Schreibt es in die Kommentare. Ein junges Mädchen sitzt abends allein in einem fremden Auto an einem einsamen Waldesrand. Als ein scharrendes Geräusch auf dem Wagendach hört, fällt es in Ohnmacht. So, um welchen Film geht's? Ich lasse mal die Karte hier. Eine echte Beschreibung von einem Film anfangen? Bitte? Das ist eine echte Beschreibung von einem Film anfangen? Da geht's um einen echten Film. Ich lasse die Karte hier oben drauf liegen. Ich kenne den Film sogar. Hm. Ich habe eine Vermutung. Ich tippe dann einmal. Genau. Und ich habe auch noch was. Da habe ich mir was abgeguckt von den Kollegen von rund um den Brustring, dem VfB-Podcast. Keine Angst, jetzt kommt hier kein VfB-Content für die, die es nicht interessiert. Die wählen immer einen Spieler der Folge. Und zwar, ich lese einfach mal die Geburtstagskinder von heute vor. Und auch leider Todestag steht hier auch mit drin. Ich habe hier nämlich so ein Heftchen. Hast du mir das mal geschenkt, hier diesen Filmkalender? Oder war das? Ja, habe ich. Ja, genau. Genau. Und ihr sagt dann, wer von diesen, also hier stehen immer so eine Handvoll drauf, das erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil sonst wäre hier der ganze Tag voll gedruckt. Und ihr, liebe Hörer, sagt dann einfach mal, wen ihr von dieser Auswahl ja am besten findet oder was eure Filmperson der Woche ist. Ja? Also schreibt dann einfach 1, 2, 3, 4 oder je nachdem wie viel man hat. Person 1 hat Geburtstag heute, 1944 geboren, George Lucas, der uns ja die Star Wars Filme, fast alle, also der hat ja bei manchen noch nicht Regie geführt, aber irgendwie das Mastermind hinter allem, THX Soundsystem, alles entwickelt, Skywalker Sound, THX Effekte. Also, er hat Start Nummer 1. Robert Zemeckis
der Mann hinter Zurück in die Zukunft, Forrest Gump und so weiter und so fort. Ganz toller Filmemacher auch. Also das wird ein hartes Rennen. Der hat die Nummer 2. Ulrike Volkert, Schauspielerin, 1961 geboren. Habe ich jetzt gerade irgendwie keinen richtigen Film vor Augen. Ulrike, ich bin da nicht vorbereitet, wie ihr merkt. Die Jungs von dem anderen Podcast, die sind immer total vorbereitet. Die haben immer gleich Hintergrundwissen. Ah, da geht es halt um Fußballer. Und diesen ja auch neu, ich meine. Ulrike Volkert, bekannt hauptsächlich aus Tatort, sehe ich hier. Hat sehr oft bei Tatort mitgespielt. Eine gewisse Lena Odenthal. Auch jetzt aktuell 2017. Oberkommissarin Lena Odenthal. Okay. Und ein paar Kinofilme hat sie auch gemacht. Dann Cate Blanchett hat heute auch Geburtstag. 1969 ist sie geboren. Achso, Ulrike Volkert wäre Nummer 3. Nummer 4 Cate Blanchett. Nummer 5. Achso, Cate Blanchett kennen wir ja, ne? Schauspielerin und so. Ja. Nummer 5, Sofia Coppola. So, aber also schwer. Ja, diesmal ist es schwer. Also bin ich mal gespannt, was die geschätzten Hörer da draus machen. Also Regisseurin von Lost in Translation zum Beispiel, als Schauspielerin in sehr vielen Filmen mitgespielt. Ja, und Todestag von Monika Bleibtreu. Das ist quasi die Mutter von Moritz Bleibtreu. Die ist 2009 gestorben. Die hätte die Nummer 6. Also ich lese nochmal vor. Schreibt einfach in die Kommentare rein, wer eure Filmperson der Folge ist. Nummer 1, George Lucas. Nummer 2, Robert Zemeckis. Nummer 3, Ulrike Volkert. Ach nee, wisst ihr was? Ich mache einen kleinen Vote. Ist vielleicht einfacher. Da stehen die drin, da braucht ihr nur klicken, stimme ich ab oder so. Na, da machen wir das so. Gucke ich mal, wie ich das programmieren kann nachher. Und ja, falls es nicht klappt, ich lese es doch nochmal vor. 1 wäre George Lucas, 2 Robert Zemeckis, 3 Ulrike Volkert, 4 Cate Blanchett, 5 Sofia Coppola und 6 wäre Monika Bleibtreu. Schreibt es kurz rein, falls es den Vote nicht gibt. Und falls es den Vote gibt, könnt ihr trotzdem einen Kommentar schreiben, für wen ihr gestimmt habt und warum. Für mich wäre es tatsächlich aus dieser Auswahl, soll ich sagen? Ja. Nicht, dass ich zu sehr beeinflusse dann die anderen. Für mich wäre es Robert. Auch schon Entscheidung getroffen. Für mich wäre es Robert Zemeckis tatsächlich. Weil für mich George Lucas. Ja. Ist einfach der Wahnsinn. Er hat uns Star Wars gebracht. Und? Was noch? Ist mir egal. Star Wars. Genau, das wäre nämlich mein Problem mit ihm. Er hat Star Wars, ja. Und, George Lucas hat ja auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Aber ja, zum Beispiel. Star Wars ist einfach das Beste. Was hat er denn noch gemacht? Was fällt denn dir spontan ein? Hat er nicht auch sowas wie Super 8 oder so gemacht? Nee. Das war Steven Spielberg. Ich guck jetzt mal. Also, ach, das war's bei Spielberg. Robert Zemeckis habe ich damals im Kino, war ich sehr begeistert bei Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, was ja eher ein Abklatsch war von Indiana Jones, aber Indiana Jones lief bei uns in der DDR im Kino nicht. Aber es lief Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. Und deswegen war das meine Abenteuer. Dann natürlich Zurück in die Zukunft, was ich aber dann erst später gesehen habe. Forrest Gump, immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Contact, weil ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe. Ich habe den auf Blu-ray hier. Castaway war ich im Kino. Flight, weiß nicht, The Walk haben wir in der Sneak gesehen. Hat mich umgehauen. Ja. Also da ist einfach so viel Verschiedenes, womit er mich begeistert hat und hat auch viel so auf visuelle Weise auch das Kino bereichert. Ich sag mal, bei Forrest Gump dieses Einflechten von historischen Aufnahmen mit realen Personen und wie das alles zueinander gegriffen hat. Star Wars, klar, haut mich auf jeden Fall um, aber dadurch, dass... Hat er nicht auch Indiana Jones gemacht? Ja, das wollte ich aber... Also, ich wollte gucken, Indy ist auch der Wahnsinn. Ja, ich wollte gucken, wie sehr du... beziehungsweise, ja, warte mal. Das war ja so eine Gemeinschaftsarbeit von Steven Spielberg und die haben ja, glaube ich, dann auch noch mit drin gehangen, ne? War das nicht irgendwie so? Steven Spielberg hat es gedreht, genau. Indiana Jones und Letzte Kreuzzug hat Steven Spielberg. Da hat er produziert, glaube ich, George Lucas. Ja. Naja, aber bin gespannt, was die geschätzten Hörer dazu sagen. Und ich gucke mal, ob ich da irgendwie ein Vote hinbekomme. Jetzt los mal aber erstmal aus, wer die Blu-ray gewinnt hier von The Runaround, den wir letzte Woche besprochen haben. Da haben tatsächlich 8 Leute mitgemacht.
wahrscheinlich, weil der Film jetzt ja in unserer Besprechung doch nicht so wahnsinnig gut wegkam. Und aber ganz süß. Sagst du mir mal bitte eine Zahl zwischen 2 und 9, weil die 1, die Spalte 1, die ist bei mir für die Überschriften. Also zwischen 2 und 9. Die 3. Die 3, das ist Kürschat. Ja, der hat ja auch schon mal kommentiert gehabt, glaube ich. Ich markiere mir mal. Kriegt von mir eine Mail, wo ich dann um seine Adresse bitte und dann kriegt er das Ding zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch. Und wir machen gleich mal weiter. Ich habe, muss ich kurz nach hinten gehen, ich habe 2 Kinotickets, 2 Kinogutscheine, gilt in jedem Kino in Deutschland, also bitte nur, wer in Deutschland hier zuhört, mitmachen, ja, unsere lieben Hörer aus Österreich oder so, ihr könnt leider nicht, das macht keinen Sinn, ihr könnt mit den Karten nicht ins Kino gehen, für diesen Film Überflieger, kleine Vögel, großes Geklapper, also diesen Animationsfilm für kleinere Kinder, also wenn da jetzt Eltern mitmachen, die mit ihren Kindern mal reingehen wollen, macht das Sinn? Genau, und ein Poster gibt es dazu zu gewinnen. Und da mache ich auch eine kleine, so ein kleines Dings da hier, so ein kleines Gewinnspielfensterchen da mit rein in unserem Beitrag. Mit irgendeiner Frage, die wahrscheinlich jeder beantworten kann. Und dann macht ihr einfach mal mit. Wir lassen das mal relativ kurz laufen nur, weil der Film ist ja jetzt im Kino. Ich habe leider die Karten etwas spät bekommen. Eigentlich hätte ich die schon so bekommen müssen, dass ich es letzte Woche hätte online stellen können, dass wir es eigentlich heute schon den Gewinner auslosen, weil der Film läuft ja jetzt gerade im Kino, damit ihr noch Zeit habt, da ins Kino zu gehen. Und ich sage, ich mache da eine relativ kurzen Einsendeschluss, also guckt da mal gleich, wenn ihr da teilnehmen möchtet und lest das einfach in dem Beitrag. Okay, dann sind wir eigentlich soweit hier durch, oder? Hast du noch? Ja, Kommentare haben wir, glaube ich, noch. Kommentare, ja. Stimmt, außer jetzt mit diesem Filmrätsel. Der Mike hat geschrieben, er hängt hinterher wegen dem Filmrätsel in GOTG. Ist nicht Get Out. Guardians of the Galaxy. Ach, Guardians of the Galaxy war ja drin. Er findet ihn wirklich gut. Wie von euch beschrieben, zieht sich die zweite Hälfte etwas. Der Witz bleibt absolut nicht auf der Strecke. Groot ist herrlich und gleich danach Drax. Lohnt sich wirklich und Pac-Man ist hier wieder der Gute, indem er in Pixels auf der dunklen Seite war. Und ja, die Szenen wurden wirklich auf die Musik geschrieben, das war sehr deutlich. Hat dem Film aber an sich nicht geschadet. Dass es im Abspann noch was zu sehen gibt, scheint sich rumgesprochen zu haben. Dennoch sind da auch welche aufgestanden, bevor es ganz zu Ende war. Dazu eine Anekdote. Ich war ja vor langer, langer Zeit war ich in E.T. im Kino, aber als ich noch klein war. Und da sind tatsächlich welche gegangen, als E.T. fast gestorben ist. Ich hoffe, ich spoilere jetzt niemanden E.T. Also sollte eigentlich jeder gesehen haben. Also jeder, der unseren Podcast hört, sollte E.T. gesehen haben. Wenn nicht, dann bitte. Sorry. Also dann ist eure eigene Bildungslücke. Da gibt es ja die eine Szene, wo er dann irgendwie so halb stirbt, ne? So, wo der, oh Gott, ja. Wo dieses ganze Haus da wie so ein Zelt ist, ne? Und dann stirbt er. Und da sind welche gegangen. Und was? Ja. Die haben gedacht, der Film ist vorbei irgendwie, der stirbt oder so. Die sind gegangen. Sind irgendwie so richtig viele damals aus dem Kino rausgegangen. Und die sind noch nicht wiedergekommen. Das ist furchtbar schlimm, traurig. Die sind noch nicht wiedergekommen, genau. Und dann kommt ja noch eigentlich das Happy End und so. Naja, egal. ja, er meint, also Mike meint noch, die Pausen waren aber auch sehr lang. Nee, die Pausen waren aber auch lang. Was meint der Pausen? Zwischen den bis was kam. Abspannsequenzen. Ach so, okay. Fand ich jetzt eigentlich nicht. Mir hat er insgesamt gefallen und vermutlich geplant, Teil 3 werde ich mir auch wieder anschauen. 9 von 10 Punkten gibt er. So, dann gibt es nur ein paar, die auf das Rätsel geantwortet haben. Die haben wir ja schon, ja. Okay. Jo, das andere Kommentare waren ja nicht. Ich werfe mal noch einen Blick in die Amazon-Bestellungen der Woche. Mal schauen, wer uns mit irgendwas unterstützt hat hier und die Affiliate-Links auf kinocast.net genutzt hat. Ihr wisst ja, wenn ihr da was bestellt. Ach, die haben das jetzt irgendwie geändert hier, die Übersicht. Ach, wo finde ich das jetzt hier? Ach, hier, oder? Ach, das sieht jetzt völlig anders aus, diese Amazon. Sowas ärgert mich. Bei mir im Geschäft zum Beispiel. Ich musste so eine Anleitung schreiben für alle meine Kollegen, wie man über die UPS-Seite Pakete verschickt. So,
habe ich mir richtig Zeit genommen, es zu ändern. 2 Wochen später ist das Ding endlich fertig und die ändern ihre Website-Oberfläche. Ich musste alles neu machen. Das war's ärgerlich. Okay. So. Ja, das ist echt nervig. Wie finde ich das jetzt hier raus mit... Ich dachte, jetzt habe ich genug gequatscht, bis du es findest. Nee, ich habe ja immer angezeigt... Ach, hier oben. Ach oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, sorry. Ganz versteckt. Sorry für die Pause. Ich hoffe, jetzt habe ich hier so viele abgesprungen. Ist auch nur ein was. Warte mal. Ach, hier muss man jetzt klicken. Okay. Ein WMF Latte Macchiato Set 12-teilig. Ja, Gläser und Löffelchen, cool. Wenn ich es richtig sehe. Viel Spaß damit. Vielen Dank fürs Bestellen über unseren Affiliate-Link. Sonst war leider nichts dabei. Ja, war auch nicht da. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen ja dann morgen wieder in die Sneak Preview. Mal schauen, was uns da so erwartet. Wer hier aus der Stuttgarter Gegend ist, kann gern am Mittwochabend ab 18:30 auf die Waldau kommen. Ich weiß, für VfB-Fans ist das ein bisschen Feindesland, aber da ist ja, da ist der Stuttgarter AOK-Firmenlauf. Da nehme ich teil. Kann mir dann... Willkommen und feuern dich an. Genau. Falls da gibt es auch eine Stelle, da, also die Strecke ist wie so eine, ist quasi eine Runde, aber da gibt es eine Stelle, also die Strecke ist wie so eine 8, da gibt es halt eine Stelle, ja, da sieht man die Leute zweimal. Die ist immer ganz gut frequentiert dann für die Zuschauer. Ja. Ja, also wer Lust hat, soll ja schönes Wetter werden am Mittwoch. Ich hoffe es mal, dass es nicht zu warm wird. Kann gern vorbeikommen. Ist zwar jetzt nicht so wie die vom Sneakport hier, der Stefan oder so, die da mal einfach so einen Ironman da hinrotzen oder sowas. Das sind hier nur irgendwie 6,5 Kilometer oder so. Aber naja. Ja, ansonsten hören wir uns dann am kommenden Wochenende wieder. Ich bin sehr gespannt auf die ganzen... auf das ganze Feedback von euch. Wir hatten euch ja heute viel Futter gegeben zum Nachdenken für die verschiedensten Themen und da bin ich mal gespannt. Vielen Dank, Kate, fürs Mitmachen und beim nächsten Mal, denke ich, ist der Chris auch wieder dabei, oder? Ja. Ich denke, ja. Ich glaube, der guckt gerade viel Eishockey. Es kommt auf an, wann wir aufnehmen, weil wenn wir nächste Woche feiern, sonntags, ach so, dann wird es, glaube ich, ein bisschen eng. Vielleicht müssen wir mal früher aufnehmen. Ja. Oder, liebe Hörer, falls das alles klappt hier, ihr wisst ja, wir sind da ein bisschen mit dem lokalen Fußballverein verfallen. Falls da nächste Woche was Entscheidendes passiert, könnte es sein, dass dann vielleicht die Folge dann irgendwie mal später kommt oder so. Ja, das muss uns gestattet sein. Ansonsten macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Und jetzt kommt der Trailer zum Film. Vielleicht gibt es für dich einen Morgen. Vielleicht auch Hunderte oder Tausende. Aber für einige von uns gibt es nur diesen Tag. Hey Schönheit, steig ein! Echt jetzt? Alter, ist das witzig? Ich kann's nicht glauben, dass die Highschool fast vorbei ist. Aber wir haben alles richtig gemacht, haben mit den heißesten Typen geknutscht und die abgefahrensten Partys mitgenommen. Ich gebe eine Party heute Abend. Meine Mom ist nicht da. Oh mein Gott. Was will die denn hier? Pass mal auf. Dieses ganze Highschool-Ding hat eh keinen Wert. Mami sagt, du sollst jetzt aufstehen. Es ist Samstag. Vielleicht gibt es für dich einen Morgen. Was ist gestern Abend geschehen? Wovon redest du eigentlich? Echt jetzt? Alter, ist das witzig? Der ganze Tag war ein einziges Déjà-vu. Dieses ganze Highschool-Ding hat eh keinen Wert. Da vorne kommt ein Laster. Was für ein Laster? Egal, was ich tue oder sage, der Tag beginnt und endet immer gleich. Meine Mom ist nicht da. Ist nicht da und du gibst eine Party? Ja, woher weißt du das? Rob? Was denn? Ich werde verrückt. Ist alles in Ordnung? Du kannst mir vertrauen. Mom, denkst du, ich bin ein guter Mensch? Es ist nicht wichtig, was ich denke. Wichtig ist, was du denkst. Es
Soziopathin auf 12 Uhr. Was haben wir eigentlich gegen Julia? Wieso interessiert dich das auf einmal? Gestern hattest du noch Angst davor, dass sie dich beißen könnte. Das ist doch schon ewig her. Das war gestern. Juliet, warte! Wenn ich ein und denselben Tag immer wieder erleben werde, will ich daraus einen Tag machen, der etwas bewirkt. Nicht nur für mich. Dafür bräuchte ich nur eine einzige weitere Minute.